Hallo und willkommen zu unserem EquoTV-Spezial aus Aachen. Philipp und ich dürfen nun 2 Wochen lang von der Europameisterschaft in Aachen berichten. Wir werden schauen, dass wir hinter die Kulissen kommen, dass wir spannende Interviews haben für euch und natürlich immer die exklusivsten Inhalte. Warum reden alle von Aachen? Ich würde sagen, von Aachen geht eine ganz besondere Faszination aus, egal mit welchem Reiter man redet. Jeder sagt, er möchte mal in Aachen reiten. Das ist ganz eine besondere Atmosphäre. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie hier. Ich habe selber dabei einfach nur Vorfreude und kann mir das selber noch gar nicht vorstellen. Philipp, wir werden natürlich die Atmosphäre ein bisschen zu inhalieren versuchen. Wir werden nach den 2 Wochen auf jeden Fall wissen, was das Besondere an Aachen ist. Selbst du als Nichtreiter wirst es spüren, Philipp, das sage ich dir. Ja, ich bin neugierig. Sei neugierig. Wir werden uns auf jeden Fall einmal umschauen und die Lage checken heute. Juhu. Und ihr kommt natürlich mit. Angekommen in Aachen und der erste, den ich treffe, ist gleich einmal Mr. Alpenspan Wolfi Pirker. Ich muss sagen, von den Turnieren in Österreich bin ich das gewohnt. Ich sieht man überall. Jetzt aber auch in Aachen bei der Europameisterschaft. Bist du öfter da? Warst du schon mal da? Du, wir sind seit 10 Jahren sind wir jetzt da. Ich und auch der Alpenspan. Die ganzen Pferde hier stehen auf Alpenspan da seit 10 Jahren. Das ist auch für uns eine super Auszeichnung. Und ja, mich freut es immer wieder, wenn man hierher kommt, weil es ist trotzdem das beste und größte Turnier der Welt. Ich habe schon gehört, es geht eine ganz besondere Faszination aus. Ich hatte vor, mich ein bisschen umzuschauen. Kannst du uns ein bisschen was zeigen? Ja, komm mit. Ich zeig dir mal die Shows, okay? Perfekt. Los geht's. Du, wenn wir jetzt da vorgehen, da vorne ist das berühmte Rondeau. Okay. Beim Rondeau, da trifft man sich. Und hier gehen die Wege dann weiter rechts ins Dressurstadion. Und links, da können wir jetzt gleich reinschauen, Richtung Stall. Okay? Schauen wir uns an. Ich weiß nur, das ist ein Geheimtipp, gell? Ich war heute schon drinnen. Rechts drüben ist die Nummer 1 derzeit. Das ist der Stall der Engländer. Und links gleich ist der Stall von den Deutschen. Okay. Also die sind eng beieinander. Spannend. So, das ist das berühmte Rondeau. Ja, genau. Und wenn du da umschaust, schau, das ist der Haupteingang da drüben. Okay. Da kommen die Massen rein. Die gehen da her und hier teilt sich auf. Stallbereich, gerade vor uns das Deutsche Bahnstadion, Dressurstadion. Und davor geht man ins Hauptstadion und zur Einkaufsmeile. Okay. Da kannst du das Geld loswerden. Da ist zum Shoppen. Werden wir ein bisschen shoppen. Du, das da ist das Deutsche Bankstadion. Gell? Okay. Da ist beim normalen Skio, das ja jährlich auch ist, okay, die Dressur, die Hauptbewerbe in der Dressur. Ja. Und jetzt haben wir da drin das Voltigieren und die, das Westernreiten. Ah, okay. Also spannende Disziplinen für Österreich. Ja, genau. Da geht es nächste Woche dann richtig los. Das Stadion ist normalerweise offen. Aber für die EM haben sie es eigentlich nur das Dach gemacht. Also wie gesagt, überdacht nur für die EM jetzt. Luxus hätte ich gesagt, ja. Jetzt muss ich noch was fragen. Österreich ist noch sehr präsent und zwar, glaube ich, in der Gastronomie mit Do & Co. vertreten. Was machen wir da? Du, wir haben jetzt zwar den Champion Circle da vorne bei uns, okay, von uns so, sieht man. Wir haben für 2000 Leute VIPs, haben den Platz. Und da rechts haben sie ein Restaurant für die normalen Leute, sag ich mal. Und die machen das ganze Catering hier. Okay. Ja. Also Catering von Do & Co. auch nicht schlecht. Man sieht schon, Wolfi, es kommt ein bisschen Leben langsam in die Zeltstadt. Ich glaube, morgen kann ich da nicht einmal mehr gehen, oder? Du, ich glaube, morgen ist sicher voll, aber ich glaube auch heute am Abend bei der Eröffnungsfeier, die rechnen mit 35.000 Leuten. Und wenn so 35.000 Leute gehen, kannst du dir vorstellen, wie voll das da ist. Ja. Was interessant ist hier, schau mal, wenn du da schaust, ist ja eigentlich normale Mode da. Das ist nicht Stimmt nur Reitsport. Das ist nicht nur Reitsport. Das sind normale Boutiquen. Und du kannst eigentlich alles kaufen da bei der EM oder auch beim Skio. Das ist mir jetzt zum Beispiel neu. Das ist anders als bei anderen Messen, die ich kenne. Wir waren auch auf der Equitana in Deutschland, aber das ist auch so. Da gibt es eigentlich nur Reitsport. Ja, da gibt es nicht nur Reitsport. Nein, nein, du kannst dich heute einkleiden für den Abend. Für willst. Die Abendveranstaltung. Schau, Delfin, einmal da rüber. Wenn du da oben schaust jetzt, da oben ist der Richterturm. Und da ist auch ein Österreicher oben. Weißt du, wer? Na? Die Stimme von Aachen. Der Christian Graf von Plettenberg. Den werden wir uns nachher noch zum Interview schnappen. So, und das ist das Herz, oder? Ja, das ist der heilige Rasen von der Aachen. Der heilige Rasen. Wenn du bedenkst, da sind wahrscheinlich jeden Tag jetzt um die 40.000 Zuschauer. Also man kann es sich gar nicht vorstellen. Auch bei normalen Skio am Sonntag 40.000 Zuschauer oder bei Nationenpreis. Komm her mal, schau. Füllen wir mal an den heiligen Rasen von Aachen.
Schau, da kannst du Golf spielen und die anderen reiten da, oder? Wir stehen echt am Rasen von Aachen, ich glaub's nicht. Und die Neuigkeit ist jetzt, bei der EM, und das hatten sie auch 2006 bei den Weltreiterspielen, haben sie in der Mitte auch das Dressurviereck gemacht. Das habe ich auf Fotos gesehen. Da in der Mitte ist jetzt ein Sandplatz, ja. Und auch beim Springen springen sie praktisch auf Sand und auch auf Rasen. Okay. Also es bleibt installiert während dem Springen. Ja, das bleibt so. Damals, 2006, war es so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis nächste Woche abreißen der neuen Rasen. Schätze ich auch nicht, ja. Ich glaube, jetzt ist noch bald Zeit, dass wir abhauen, ne? Weil die Security da in Aachen ist sehr, sehr scharf. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt wieder Platz. Vielen, vielen Dank, Wolfi, für die Führung. Bitte gerne. Wir sehen uns die nächsten Tage. Passt. Baba. Danke dir.